Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und heute werde ich eure Fragen aus den letzten Wochen in den Kommentaren beantworten. Außerdem habe ich was ganz Spezielles geplant, nämlich dieser kleine Hund, der Scotty, mit seinem Riesenknochen, der hat sich so die letzten Wochen, so hat es sich herausgestellt, als Mega-Wasserratte entpuppt. Und ich habe etwas besorgt im Internet, einen sogenannten Mega-Hundepool. Der ist komplett insane, ihr seht das hier. Ja, der soll so aussehen. Und damit er auch ins coole Nass kommt, wenn wir zum Beispiel nicht mal im Wald sind, werde ich dem heute hier den Hundepool aufbauen im Video und natürlich auch füllen. Wir gucken, ob der seine ersten Runden dreht. Also, wer auf Doggy-Style steht, der gibt dem Video einen Daumen nach oben. So, das Wichtigste ist erstmal, einen richtigen Platz zu finden. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Bleib. Wie groß der ist. Scotty, ist gut? Ja, ne? Übelst nice. Ach und by the way, am Ende des Videos löse ich das PaySafe-Karten-Gewinnspiel für diesen Monat auf und sage euch, was ihr tun müsst, um beim nächsten zu gewinnen. Also dranbleiben. So, was wir brauchen ist natürlich, wenn wir einen Platz gefunden haben, Wasser. Und hier haben wir ordentlich Wasser. Was erstmal irgendwie aufgedreht werden muss. Irgendwo da hinten muss, Gott, hier bleibt mal. Ich weiß nicht, ob man das im Video hört, aber... ist Wasser drauf. Perfekt. Dann nehmen wir das Ding mal komplett mit. Auf jeden Fall zum Großteil. Und tragen das nach draußen. Der gute alte CroschTV hat mich gefragt in den Kommentaren, welche Mucke ich eigentlich immer benutze, um die ganzen Gameplays oder Videos zu unterlegen. Und dass ich die mal irgendwie verlinken könnte. Werde ich relativ oft gefragt. De facto ist es aber so, dass... die Mucke von Epidemic Sound ist. Das ist so eine Musikbibliothek, die kostenpflichtig ist, die ich dank der ESL aber habe. Dementsprechend, es gibt einzelne Lieder davon auf YouTube zu finden, aber wirklich so 10 Lieder pro Gameplay irgendwie rauszuhauen, wäre ein bisschen viel. Ansonsten sucht mal ab einfach Epidemic Sound. Die verlinke ich euch am besten einfach auch mal unten in der Videobeschreibung und dann könnt ihr selber mal schauen. Oh, sorry, da kannst du aber gleich reingehen. So, ich kluger Fuchs hat mir was gebaut und jetzt dürfte der nach und nach volllaufen. Aber das bietet uns Zeit, um auf mehr Fragen von euch einzugehen zum Thema Leak-Kanal und so weiter. So, ich habe mir mal ein paar mehr Fragen jetzt zusammengesucht und ganz, ganz oft wird mir auch die Frage gestellt, ob ich mal nicht diesen oder jenen Champion irgendwie spielen kann. Ob Zyra Support ist oder Lee Sin, was weiß ich. De facto ist es so, ich kann verstehen, dass einige von euch natürlich wollen, dass ich den oder den Champion spiele, damit sie sich eventuell sogar was abgucken können oder einfach nur unterhalten werden wollen. Aber ich möchte es so weit wie möglich so halten, dass ich das spiele, worauf ich Bock habe. Und das ist größtenteils natürlich der Jungle. Aber ihr seht auch an den letzten Gameplays, ich mache ganz, ganz viele Ausflüge, zum Beispiel in die Midlane oder Richtung ADC, manchmal sogar Richtung Toplane oder auch Support. Und dementsprechend, ich werde jeden Champion mal spielen. Das ist gar keine Frage. Und ich habe auch ganz viele Champions schon ausprobiert, wovon ihr gar nicht wisst. Aber de facto bleibt es wirklich so. Ich spiele das, worauf ich momentan Bock habe und versuche mich auch so ein bisschen Richtung Meta zu orientieren, weil das natürlich die Champions sind, die nicht nur am meisten geklickt werden, sondern die auch am interessantesten momentan sind. Dann habe ich unter dem Graves-Gameplay relativ viele Fragen bekommen zu Graves an sich. Das ist ja momentan der Meta-Jungler überhaupt und da wurde halt gefragt, ist Graves eher Early-Game, Mid-Game oder Late-Game oder wie lange braucht es eigentlich, um Graves so gut wie ich zu spielen? De facto ist es so, wer gerade im Jungle ist, probiert Graves aus. Der ist stark, der wird auch wahrscheinlich noch im nächsten Patch relativ stark sein, auch wenn seine, ich glaube, ein bisschen genervt wurde, weil sie keine Magieresistenz mehr gibt. Graves an sich hat kein so mega komplexes Champion-Design. Ihr müsst gucken, wo er steht, weil ihr halt kein Nahkämpfer seid im Jungle. Ist aber trotzdem relativ schnell zu lernen und auch ich habe momentan eigentlich nur einen decent Graves. Das heißt, ich bin echt nicht der Beste da drin. Dennoch lohnt es sich, den auszuprobieren und ihr seht, selbst mit einem mittelmäßigen Graves könnt ihr momentan richtig gut abräumen. Dann habe ich eine Frage bekommen mit, wie viele Super Buddies braucht es, um eine Glühbirne zu wechseln? Ein? So, wollen wir mal eben gucken, wie voll der Pool ist. Joa, da geht doch ordentlich was. Scotty, bist du glücklich? Joa, der ist anscheinend ganz glücklich. Ihr seht das Wetter, ey, das ist so der Hammer. Der gute alte Mami fragt, wann streamst du denn mal wieder? Wie ich schon vorher angesprochen habe auf EPW, momentan ESL-Meisterschaft und Hydra Cup. Ein allerletztes Mal! Tanzo, jump on it.
privat ein bisschen weniger, weil einfach da die Zeit ein bisschen fehlt. Auf EPW, wie gesagt, da ist momentan super viel los, da ist richtig mieser Content. Momentan auch das Finale des Hydra Cups kommt da am 23. April, auch live übertragen. Es ist aber auch offline, das Event. Das heißt, wenn ihr da mal selber mich sehen wollt, Olli Grabolik sehen wollt und andere Streamer, YouTuber als auch Pro-Spieler und in der Nähe von Dortmund wohnt, das ist super günstig. Ich habe euch den Link mal unten in die Videobeschreibung verpackt. Kommt auf jeden Fall vorbei. Das ist ein Sonntag in 3 Wochen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten suchen wir momentan auch Twitch-Chat-Moderatoren für unseren EPW-Kanal. Das heißt, die Leute, die dann bannen können oder timeouten können, andere Leute, wenn sie Scheiße machen. Wir haben da so einen Regelkatalog quasi. Und wer da vielleicht so ein bisschen kompetenter ist und Bock hat, uns dann unter die Arme zu greifen, der Link zu der Bewerbung als Twitch-Moderator habe ich euch auch unten in die Videobeschreibung gepackt. Also ganz, ganz viel. Seht es euch an, dann kann man ein bisschen in Kontakt treten und ihr könnt uns helfen, etwas richtig Geiles aufzuziehen. Also angucken. Ninja-LP, auch super interessante Frage. Buddy, hab mal eine Frage, was ist deine Meinung zu Noob-Champs? Gibt es Noob-Champs? Weil die meisten sagen, die ist zum Beispiel Noob-Champ, er ist schon OP, aber ich finde, dass es kein Noob-Champ gibt. Was ist deine Meinung? Und ich krieg Besuch. Ich würde sagen, Noob-Champs an sich gibt es nicht. Weil selbst mit einem Master Yi musst du deine W, deine Q und deine Ultimate timen, damit die nicht vorher ausläuft, bevor du überhaupt im Kampf bist. Oder quasi deine Q nutzt, um Skillshots zu dodgen. Einfach nur am Beispiel Master Yi. Ich denke, es gibt klar verschiedene Skill-Caps bei Champions, aber einen wahren Noob-Champs, nein, gibt es nicht. Es gibt auch keinen OP-Champ, weil du hast zwar einen Graves mit extrem viel Winrate, aber die werden immer mal wieder genervt oder gebufft. Dementsprechend, da ist so eine Rotation drin. Es gibt wahrscheinlich Champions, die pro Patch stark sind, aber dazu gehören weder Master Yi noch Garen noch Yasuo. Das sind alles Champions, die man im High-Elo-Bereich kaum noch spielt in der kompetitiven Szene, weil du einfach sehr leicht ausgecountert wirst. Also nein, Leute, es gibt keine Noob-Champs. So Leute, ich habe jetzt direkt mal ein paar Handtücher geholt. Der Pool ist nämlich jetzt eigentlich quasi ready und ich würde sagen, wir räumen jetzt das Wasser weg und dann gehen wir irgendwie mit dem Hund in den Pool und locken ihn da rein. Ich bin gespannt, wie er den annimmt. Spaghetti, Spaghetti, ich mach den Teich noch voll, aber Scotty rastet schon voll aus. Der hat richtig Spaß da dran. Ja. So, wir machen hier mal an. Ne? Freuen sich die nicht existierenden Fische über einen vollen Teich für den Sommer. Ja, ich weiß. So, Scotty, komm mal her. Ja, Scotty, Scotty, hier, hopp, da rein, hopp. Ja, ist ein großes Tinkebecken, ne? Kannst du mal die Kamera halten, die filmen wir auch gerade schon. Kann ich dem vielleicht ein bisschen nachhelfen? So, mein Vater hält mal eben die Kamera. So, Sport. Und, yay! Yeah. Ja! Scotty, hopp! Es funktioniert, er hat seinen Spaß, aber ich glaube, er kann das noch nicht richtig einordnen. Jetzt werden wir das Ganze noch verfeinern. Ja. Yeah. Jetzt Scotty. Ja, okay, das hat funktioniert. Und ich bin nass geworden an den Schuhen. Geil. Nein, ich will sie nicht in den Teich. So, liebe Freunde, und jetzt kommen wir zum Paysafe-Karten-Gewinnspiel. Gewonnen hat dieser Kommentar. Herzlichen Glückwunsch dir. Meld dich einfach per persönlicher Nachricht auf YouTube bei mir. Dann werde ich dir die Paysafe-Karte zuschicken. Herzlichen Glückwunsch an alle anderen. Jetzt gibt es natürlich wieder die Chance für euch zu gewinnen. Am 1. Mai werde ich wieder 10 Euro Paysafe-Karte los. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist dieses Video zu liken, zu kommentieren, als auch meinen Kanal zu abonnieren. Das Paysafe-Karten-Gewinnspiel läuft wieder den ganzen Monat. Viel Glück euch und ich freue mich auf den nächsten Gewinner. So Leute, das war's mit dem Hundepool. Hat funktioniert. Scotty ist, glaube ich, glücklich, ist pudelnass. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich den wieder trocken bekomme. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen wässrigen Daumen nach oben da. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr irgendwie schon ein Haustier habt und sowas für den gemacht habt. Dankeschön an dich, wo ich für die Kamera halten. Und wenn das kein süßen Daumen nach oben wert ist, dann weiß ich auch nicht. In diesem Sinne, bis morgen, bis zum nächsten Video und bis heute Abend eventuell auch im Twitch-Stream. Bis dann, tschüss.